ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen Kanal abonniert, geliked und sogar geteilt haben. Dank eurer Unterstützung wächst die Community stetig. Diejenigen, die noch kein Abo haben, können dies jetzt nachholen, indem sie einfach auf den Button klicken und die Glocke aktivieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich wünsche euch nun viel Freude mit der nächsten Episode. Während Sish die Vergo mit der unbekannten Raumbasis synchronisierte, im Anschluss den Undock-Vorgang einleitete, fragte sich Vivian, woher der unbekannte Auftraggeber wissen konnte, dass Jackson und sie einen Deal mit Mama Wong eingegangen waren. Vivian überdachte noch einmal die Situation auf dem Bazar des alten Handelshafens. Sie versuchte, sich an das Gesicht des nervigen Händlers zu erinnern. Für gewöhnlich fiel es ihr leicht, sich an eine Person zu erinnern, selbst wenn es viele Dorsek her war. Sie wusste nur noch, dass sie die Halskette, die sie jetzt seit vielen Dorsek trug, bei ihm gekauft hatte. Selbst der Preis, den sie bezahlt hatte, war ihr entfallen. Wie hat der Auftraggeber urplötzlich von einem Augenblick zum anderen verschwinden können? Er hatte sie nicht geprellt. Er hatte den Deal korrekt abgewickelt. Er hatte bezahlt. Er hatte sogar noch den Kristall für Mama Wong, diese vier unscheinbaren Artefakte und diese Basis hier als Bonus dazugegeben. Vivian erinnerte sich noch genau an die Worte, die er gesagt hatte. Da Sie Juwel wieder auf die Reise geschickt haben, bekommen Sie einen Bonus, fliegen Sie zu den angegebenen Koordinaten. Was Sie dort finden, gehört Ihnen. Als sie ihn gefragt hatte, wer er ist, beziehungsweise was er ist, war er urplötzlich verschwunden. Vivian war sich sicher, dass sie manipuliert worden war. Nein, sie und die ganze Crew waren manipuliert worden. Jetzt waren sie hier und hatten diese riesige Raumstation gefunden. Captain, der Undock-Vorgang ist abgeschlossen. Wir sind fest mit der Basis verbunden. Die Undock-Schleuse kommuniziert mit dem Schiff. Es gibt auf der Basis eine atembare Atmosphäre. Die Temperatur entspricht der unseren auf dem Schiff. Der Zwischenbereich hat sich mit Atmosphäre gefüllt. Soll das heißen, du lässt uns den Vortritt? Du weißt doch, ich hab's nicht so mit den Erkundungen. Gib mir eine Maschine, die kaputt ist, und ich repariere sie. Jackson, Dex und Sish sind gut auf ihrem Gebiet und wir auf unserem. Ist schon gut, wir gehen zur Schleuse. Welche Tür? Die hier ist genauso gut wie alle anderen. Ich bin gespannt, wie oft wir uns verlaufen. Vivian und Jackson waren jetzt einige hundert Parsec in der Basis unterwegs. Als die beiden den Kontrollraum betraten, erlebten sie eine Überraschung. Es freut mich, dass Sie hierher gefunden haben. Ich muss mich für mein plötzliches Verschwinden auf dem alten Handelshafen entschuldigen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie brennend neugierig sind, zu erfahren, wer ich bin. Meine Assistentin und ich, wir erleben die Zeit nicht wie sie linear. Für uns gibt es keine Definition wie gestern, heute, morgen. Miss Vergo, Mr. Jackson, ich muss Sie fragen, haben Sie Interesse daran, die spannendsten Abenteuer Ihres Lebens von dieser Basis aus zu erleben? Was ist, wenn ich Nein sage? Dann haben und werden wir uns nicht treffen. Wenn Vivian bereit dazu ist, bin ich es auch. Miss Vergo, was sagen Sie dazu? Ich nehme an, Sie kennen mich besser wie ich mich selbst. Dann kennen Sie wahrscheinlich meine Antwort schon. In der Tat, ich kenne Ihre Antwort. Sie sind neugieriger als ein Flachs, deswegen werden Sie zustimmen. Nun gut. Meine Assistentin Eileen wird ein Teil Ihres Teams. Warten Sie, bevor Sie aufschreien. Eileen besitzt ebenso wie ich eine Fähigkeit, die Ihnen beim Lösen Ihrer Aufgaben äußerst behilflich sein wird. Und welche Fähigkeit wäre das? Sich über große Distanz innerhalb von einem Tausendstel Parsec zu bewegen und dabei eine ganze Gruppe mitzunehmen. Ich nehme an, niemand von Ihnen besitzt diese Fähigkeit. Ich habe im Lorianischen Krieg von einer Gruppe gehört, die sich der Schwarm nennt. Sie haben auch die Lorianische Flotte mit einem Schlag vernichtet. Ihnen sagte man nach, sie können an zwei Orten gleichzeitig sein. Die Fähigkeiten des Schwarms sind beeindruckend, jedoch mit den unseren nicht zu vergleichen. Bitte werden Sie genauer, was wollen Sie von uns? Es gibt, wie Sie wissen, zu allem ein Gegenstück. Schwarz zu weiß, hell zu dunkel und so weiter. Ebenso gibt es Orte, an die ich zwar gehen kann, was dann wiederum einen großen Konflikt nach sich zieht. Gehen Sie jedoch dorthin, sind es eben ein paar Schatzjäger, die sich zufällig verirrt haben. Ich denke, Sie verstehen.
Ich denke, es handelt sich um Artefakte, die wir für sie einsammeln sollen. Auch das, es kann auch sein, dass sie jemanden retten müssen oder einfach nur Proviant an eine richtige Stelle bringen. Sind wir dann ständig für sie tätig? Nein, hin und wieder manchmal auch öfters, je nachdem, wie sich der Zeitstrahl dreht. Vivian und Jackson schauten sich an. Es war eine stumme Kommunikation. Nach kurzem Blickwechsel waren sich beide einig. Okay, wir gehören zum Team. Sehr schön, wir sehen uns. Kaum hatte der Auftraggeber ausgesprochen, war er von einem Augenblick zum anderen verschwunden. An dieses plötzliche Verschwinden von ihm muss ich mich erst noch gewöhnen. Wie geht es jetzt weiter? Ganz einfach. Ihr tut das, was man tut, wenn man ein neues Zuhause bezieht. Sind wir hier eigentlich sicher? Wo genau sind wir? Der nächste Planet, der Leben hat, das zur Raumfahrt fähig ist, ist 500 Dorsek entfernt, wenn mit dreifachem Hyperdrive geflogen wird. Das ist höchst unwahrscheinlich, dass sich jemand auf den Weg macht, um hier etwas zu suchen. Wow, sind wir so weit gesprungen? Wahnsinn! Die Pflanzen produzieren alleine den Sauerstoff für unsere Versorgung? Nicht ganz. Von Zeit zu Zeit müssen die Nottanks, ebenso die Wassertanks, nachgefüllt werden. Etwa einmal im Dorsek, bis das nötig ist, ist noch viel Zeit. Es gibt eine ausfahrbare Andockbucht. Dann kann die Vergo bequem über einen breiten Korridor beladen und entladen werden. Es gibt 5 Mannschaftsschlafräume mit je 4 Kojen, sowie 6 Wohnquartiere. Dann haben wir wirklich genug Platz. Ach, beinahe hätte ich es vergessen. Es gibt einen Raum mit den neuesten Kampfanzügen der Delta Class. Solche Dinge darfst du immer zuerst erwähnen. Jackson, kläre mich auf. Die Anzüge der Delta Class gibt es seit dem Lorianischen Krieg. Nach meinen Kenntnissen wurden sie von dieser Gruppe, die sich der Schwarm nennt, gebaut oder entwickelt. Auf jeden Fall sind sie um einiges besser als die Anzüge von Mama Wong. Eileen, wie seid ihr an diese Anzüge gekommen? Meines Wissens sind sie, seitdem der Lorianische Krieg vorüber ist, nicht mehr gebaut worden. Er hat sie mitgebracht. Du meinst unseren Auftraggeber? Richtig. Vivian ließ sich von Eileen zeigen, wie sie die eingefahrene Andockbucht ausfahren kann, damit die Vergo über die Laderampe entladen werden konnte. Im Anschluss bezog jedes der Vergo-Crewmitglieder sein eigenes Quartier. Gute Nacht, Jackson. Gute Nacht, Vivian. Computer, ich möchte schlafen. Am nächsten Morgen in der kleinen Kaffeeküche. Der Nebel ist wunderschön. Ja, das stimmt. Ich hoffe, der Captain gibt uns die Gelegenheit, ihn zu erkunden. Guten Morgen, ihr beiden. Habt ihr Jackson schon gesehen? Guten Morgen, Captain. Guten Morgen, Captain. Ja, haben wir. Er hat sich einen Kaffee mitgenommen und faselte irgendetwas von Anzügen. Ich tippe mal darauf, er hat ein neues Spielzeug gefunden. Mit Sicherheit hat er das. Guten Morgen, Eileen. Wo ist Jackson? Guten Morgen, Vivian. Der steckt in einem der Anzüge. Das sind ja Monster. Warum bewegt er sich nicht? Der Anzug muss sich erst mit Jackson verbinden. Danach kann der Anzug auch autonom Jackson folgen. Ihr könnt sie auch anstelle der Libellas nutzen, dann habt ihr mehr Kampfkraft vor Ort. Kann man den Anzug einfach so stehen lassen? Ich denke, die werden gestohlen. Der Anzug geht in Selbstverteidigung, wenn das versucht wird. Wenn er in diesen Modus geht, kann ihn nur sein Pilot wieder beruhigen. Vivian, das ist ein Gefühl, wie damals, als wir den Schatz von Anak gefunden haben. Erinnere mich nicht daran. Du weißt schon, dass wir deswegen mit Hank und Tyson Probleme haben. Diesen Zeitstrang kenne ich nicht. Was ist passiert?
Wir haben zeitgleich den Ort gefunden. Wir, also Jackson und ich, hatten den Eingang gefunden. Deswegen waren wir zuerst drin. Hank und Tyson waren wenige Parsec hinter uns. Dann passierte Folgendes. Das riecht hier, wie wenn jemand zu viel Bohnen gegessen hätte. Da gebe ich dir recht. Es riecht nicht nach Blumen. Das ist Gas. Schnell raus hier. Mach die Fackel aus, Hank. Hier ist Gas. Die zwei spinnen doch. Wir haben sie dann versorgt, was unsere Medikamentenreserve völlig verbraucht hat. Deswegen haben wir den Fund ganz an uns genommen. Für die gefundenen Artefakte haben wir einen Betrag bekommen, der nur die gesamten Unkosten gedeckt hat. Vivian, das ist Vergangenes. Komm, steig ein, du musst den Anzug beherrschen lernen. Jackson und Vivian lernten in den nächsten Tagen die Grundlagen der Benutzung des Delta-Class-Anzugs. Als sie sich sicher waren, dass sie einen Flug um die Basis bewerkstelligen konnten, ging es nach draußen. Jackson, das ist viel besser, als mit den Libellas zu fliegen. Wow. Sag ich doch schon die ganze Zeit. Einige Tage später. Was ist so wichtig, Eileen? Wir wollten gerade zu Bett gehen. Wir erwarten jeden Moment Besuch. Von ihm? So ist es. Dann bin ich gespannt. Miss Vergo, ich habe einen Auftrag für Sie. Unter diesen Koordinaten finden Sie einen mutwillig beschädigten Frachter. Ihre Aufgabe ist es, mit Ihren Magnetfüßen am Frachter festzumachen und dann mit dem Frachter im Schlepp an diese Koordinaten zu springen. Sorgen Sie dafür, dass die Besatzung des Frachters Sie nicht wahrnimmt. Eileen wird Ihnen zeigen, wie Sie das Artefakt der Unsichtbarkeit einsetzen müssen. Es reicht, wenn Sie den Frachter im Orbit platzieren. Die Transporter der Kolonie werden dann Hilfe leisten können. Ich wollte ihn gerade fragen, woher er das weiß. Er weiß es. Mehr müssen wir nicht wissen. Sonst hätte er etwas gesagt. Vivian verkniff sich ihre Antwort. Irgendwann würde der richtige Zeitpunkt sein. Dann würde sie dem Auftraggeber ihre Meinung dazu sagen. Wenige Parsec später, auf der Brücke der Vergo. Eileen, bist du soweit? Wir können ablegen. Es wird noch einen Moment dauern, bis die Rune anfängt zu leuchten. Sind wir unsichtbar. Zish, du hast es gehört, du kannst ablegen. Jawohl, Captain, der Kurs liegt an. Ehrlich gesagt hatte ich jetzt irgendeine Veränderung erwartet. Für uns verändert sich nichts. Nur für die äußere Umgebung sind wir unsichtbar. Die Vergo sprang in den Hyperraum. Einen Moment später veränderte sich die Realität. Das Artefakt für die Geschwindigkeit veränderte den Hyperraum und machte einen gewaltigen Sprung durch die Galaxie. Nur wenige Parsec später kam die Vergo wieder in den Hyperraum, um dann in den normalen Raum überzugehen. Da lag der Frachter, bewegungslos, die Crew zum Tod verdammt. Der Auftraggeber hatte gesagt, der Frachter sei mutwillig beschädigt worden. Dex, was sagen die Sensoren? Ich möchte keine unliebsamen Überraschungen. Ich kann lediglich ein kleines Loch in den Bastern des Antriebs erkennen. Das reicht auch schon, um ihn unbrauchbar zu machen. Eigentlich dürfte so eine Beschädigung gar nicht vorkommen. Danke, Dex. Zish, lande bitte lautlos auf der Außenhülle des Frachters. Erst wenn wir wirklich verbunden sind, schaltest du die Magnete hinzu. Dann springst du zu den zweiten Koordinaten in den Hyperraum. Dass sie bewegt werden, wird ihnen aber auffallen. Sie werden auch nicht wissen, wer oder was sie dorthin gebracht hat. Wenn du es nicht weißt, wie würdest du es erklären?
Stimmt, ich würde mich lächerlich machen. Sish landete so sanft es eben möglich war auf der Außenhülle des Frachters. Die Besatzung des Frachters vernahm ein metallisches Knarren, hatte jedoch keine Erklärung dafür. Einen Moment später glaubten sie ihren Augen nicht zu trauen. Der Raum um sie herum veränderte sich auf eine rätselhafte Weise. Nur wenige Parsec später war der Frachter in einer stabilen Umlaufbahn um seinen Zielplaneten. Die Vergo löste sich vom Frachter und tauchte wieder in den Hyperraum. Dieses Mal mit dem Ziel nach Antara. Es war Zeit für einen Besuch bei Tilly. Lagerhalle abgefackelt. Weil ich von euch nichts gehört habe, habe ich gedacht, ihr seid dabei umgekommen. Unsere Lagerhalle? Wann ist sie abgebrannt? Ein Tag, nachdem ihr euch mit Hank und Tyson geprügelt habt. Unsere Lagerhalle war leer. Schade um das Gebäude. Wie es der Zufall will, haben wir in der Zwischenzeit schon Ersatz gefunden. Dann bin ich aber froh. Ich weiß nicht, ob der Lagerschuppen bei mir sicher genug wäre. Ich habe dir hier etwas. Der Auftraggeber hat bezahlt, und zwar anständig. Ich habe dir auf den Stick anstelle 10% 12% gezahlt. Das ist anständig von euch. Vielen Dank. Er war schon angsteinflößend, oder? Ja, das war er, ist er. Gab es eine Ermittlung wegen dem Brand? Es gab die übliche oberflächliche Ermittlung. Angeblich war die Ursache ein defektes Kabel, was ich mir bei euch nur schwer vorstellen kann. Ich habe ein Aufzeichnungsgerät gegenüber versteckt. Es wird uns zeigen, was wirklich passiert ist. Wenn du weißt, wer es ist, was hast du dann vor? Wenn es die zwei Knalltüten waren, wovon ich ausgehe, dann werde ich sie heimsuchen. Solange du meinen Laden ganz lässt, habe ich nichts dagegen. Die beiden schulden mir noch eine Menge Credits. Oh je, sie haben euch gesehen. Bitte lasst meinen Laden ganz. Wo sind unsere Credits? Welche Credits? Meines Wissens schulden wir dir nichts. Und ob ihr das tut? Ihr habt uns mit der Brandbombe geleimt. Das war keine Brandbombe, das war Gas. Und wärst du nicht so ein Volltrottel und wärst nicht mit einer Fackel herumgelaufen, wäre auch nichts passiert. Aber du musstest ja auf große Schatzjäger machen. Außerdem haben wir euch medizinisch versorgt. Wir hätten euch ja auch liegen lassen können. Dann würden wir heute das Gespräch nicht mehr führen. Das war eine Brandbombe. Genau, eine Brandbombe. Apropos, wart ihr das mit unserem Lager? Wer weiß. Und jetzt prügeln wir die Credits aus euch raus. Hank und Tyson lernen es nie. Dass die beiden bei ihrer Dummheit so lange überlebt haben, grenzt an ein Wunder. Was die beiden aber offenbar nicht verstehen wollen, dass sie jedes Mal von Vivian und Jackson eine Abreibung bekommen, wenn sie mit ihnen Streit anfangen. Sind wir zuversichtlich, vielleicht lernen sie es dieses Mal.